Hallo und herzlich willkommen zu Patzis Kitchen. Heute gibt es was Leckeres. Heute gibt es Spaghetti Carbonara. Ein Familienrezept aus Ravenna, Italien. Was wir brauchen und wie es geht, seht ihr gleich nach dem Intro. Viele von euch werden natürlich sagen, das ist keine kleine Spaghetti Carbonara, das ist richtig. Aber es ist eine andere Art der Spaghetti Carbonara und glaubt mir, die ist wirklich sehr, sehr lecker. Für die Spaghetti Carbonara brauchen wir folgendes, ganz normale Spaghetti, 3 Mozzarella, 250 Gramm Mascarpone, 200 Gramm Sahne, 200 Gramm gekochten Schinken, 200 Milliliter Milch, dann etwas heller Soßenbinder, etwas Gemüsebrühe, Salz und Pfeffer und wenn wir dann fertig sind, noch etwas Parmesankäse zum drüberstreuen. Als allererstes setzen wir das Wasser auf, bis es kocht, dann die Nudeln rein und in der Zwischenzeit tun wir die Soße machen. Wir machen jetzt Salz in das Wasser und schalten den Herd an. So, wir schneiden nun die Zutaten. Erstmal den Schinken in Würfel. Dann den Mozzarella auch in Würfel schneiden. Der muss nämlich gleichmäßig geschnitten werden, weil das ist egal, weil der kommt dann in die Soße und der muss dann schmelzen. So, nun kommen wir zur Carbonara-Soße. Die tun wir jetzt zubereiten. Machen wir die Sahne, die Milch, und geben die Mascarpone-Creme. Und verrühren alles gemeinsam. Wichtig ist bei der Carbonara-Soße, wenn der Mozzarella dann reinkommt, immer rühren die ganze Zeit, bis der Mozzarella keine Fäden mehr zieht. So, jetzt geben wir immer nach und nach den Mozzarella in die Soße und wie gesagt, immer rühren, ganz, ganz wichtig, dass wir langsam den Mozzarella auflösen. Schalten wir auch den Herd etwas runter. Wie gesagt, ganz wichtig, immer rühren und langsam. Weil es kann sonst passieren, dass der Mozzarella uns anbrennt. Ich kann es nur wiederholen, ganz, ganz wichtig, rühren, rühren, rühren. So, ihr seht, die Fäden, was jetzt gezogen sind oder es ziehen, das muss alles weg sein. Es muss später, wie gesagt, eine Masse sein. Also das
ist noch nicht gut. So, zwischenzeitlich kocht das Wasser. Kochen wir nun die Spaghetti. Schalten aber die Nudeln runter. So, wie man sieht, werden die Fäden immer weniger. Immer rühren, rühren. Der Mozzarella darf nicht anbrennen. Bis kein Mozzarella mehr am Schneebesen hängt, rühren. So, die Pasta sind auch fertig. Die schütten wir jetzt ab zwischenzeitlich. So, jetzt ist es soweit, ist aufgelöst. Man muss aber auch gleich dazu sagen, es ist natürlich kein Diätessen. Es ist schon sehr gehaltvoll, die Carbonara-Soße, die wir hier machen. Wie man sieht, gibt es keine Fäden mehr. Hat sich nun aufgelöst, der Mozzarella. Als nächstes geben wir die Gemüsebrühe dazu. Das ist etwa ungefähr 1,5 Teelöffel. Rühren Sie ein. Ganz normale Gemüsebrühe. Und geben nun nach und nach den hellen Soßenbinder dazu. Das waren etwa 3 bis 4 Esslöffel. So, jetzt hat es die Konsistenz, die ich möchte. Nun geben wir ganz, ganz zum Schluss den gekochten Schinken rein. Und rühren den auch nun unter. Schmecken nun ab. Etwas Pfeffer. Könnte man natürlich jetzt auch weißen Pfeffer nehmen. Und Leute, glaubt's mir, allein schon beim Abschmecken, die ist super. Etwas Salz. So, wir schalten sie aus. Und nun gibt es die Hochzeit. Soße mit Nudeln. Nun die Soße drüber. Wollen nichts verschenken von der guten Soße. Und das Ganze untermischen. Ist natürlich, viele werden jetzt sagen, es ist zu viel Soße, aber es ist genau richtig.
Die Soße haftet schön an den Spaghetti. Richten schön an. Parmesan drüber. So, nun sind sie fertig, die Spaghetti Carbonara, Traditionsrezept aus Ravenna, Italien. Und ich muss euch sagen, die sind echt gut, weil ich weiß, wie sie schmecken. Und macht's nach, glaubt mir, ihr kocht keine andere Spaghetti Carbonara mehr. So, und nun probieren wir das Ganze nochmal natürlich. Ich kenne es ja, wie es schmeckt, aber es ist so gut. Der kocht nie wieder andere Spaghetti Carbonara. Also wirklich gehaltvoll ist, brauchen wir nicht drüber reden. Aber die ist so gut. Ich muss gleich nochmal. Von mir aus hätte noch mehr Parmesan drüber können, das macht es noch besser. Also wie gesagt, Leute, kocht's nach. Super Carbonara. Glaubt mir, ihr macht nie wieder was anderes. Ich wiederhole mich bestimmt 5-mal, es ist so. Es ist nicht nur blöd geschwätzt, sage mir im Badische. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Also, bis zum nächsten Mal. Euer Patzi.